die Qualitätssicherung, das Ergebnis, die gelungene Ekstase, die orgiastischen Enthusiasmen als Besiegelung des gelungenen Täuschtauschaktes sind sicherlich ein Messpunkt dahingehend, ob die Aktion abgeschlossen wurde oder nicht. Aber es kommt nicht eigentlich darauf an. Das Entscheidende liegt anderswo begründet. Liegt nicht in dem Kopulationsakt per se, sondern mehr in jener Erprobung, Austestung, ob die Begehrensattrahierungsmechanismen funktionieren, hinhauen, so sehr, dass jemand sich völlig dem hingibt. Hingibt ist das falsche Wort, sich völlig verausgabt, die leidenschaftliche Attrahierungsbegierde zeigt, angezogen von den primären Lokalitäten, aber angezogen noch mehr in der Beobachtung dessen, ob die Attraktionsmerkmale auch dingfest machen werden, ob die Gabenanlieferung auch mit der nötigen Leidenschaft und Begierde und Ausschließlichkeit und Obsession geliefert würden. Es geht mehr um diese Beobachtung. Denn an diesem Ort der Inneneinnistorgane findet dasjenige statt, was man der Pforte Kafkas oder dem Tor der Dike und Ananke zuschreiben muss.